Willkommen zu den Disneyland Paris News vom 24. Mai 2022. Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Disneyland Paris News vom, was haben wir heute? Ich habe schon wieder vergessen, 24. Mai 2022. Ich bin so aufgeregt, denn wir haben gerade eben vor 5 Minuten oder 10, ich musste mich noch ein bisschen vorbereiten und die Visuals durchgucken, das Datum vom Avengers Campus bekommen. Es ist der 20. Juli 2022. Streicht aus das Datum rot im Kalender an. Wir haben endlich ein Datum. Es ist Ende Juli und ich freue mich sehr, weil im Juli haben wir noch nichts geplant und ich bin so aufgeregt. Und ja, eben gerade schon erwähnt, wir haben die ersten Visuals bekommen. Auch noch Näheres zu Snacks, zu Merchandise und zu den Attraktionen. Und da gehe ich gleich noch alles drauf ein, aber erstmal zeige ich euch ein Video. This is it, recruits. The moment you've been waiting for. It's just around the corner with the opening this summer of Avengers Campus. I'm Beth Clapperton, Art Director at Walt Disney Imagineering Paris. And my mission is to give you a taste of what awaits you at Avengers Campus. It's really a unique place like you've never seen before. You'll be able to live your own story amongst Iron Man, Captain Marvel, Black Panther, and others. There's a surprise at every corner. You'll never know who you might bump into. First stop is the Worldwide Engineering Brigade, also known as WEB. Team up with Spidey and shoot your own webs to help capture the out-of-control Spider-Bots before they wreak havoc on the campus. The cool kids that are running the place are organizing an open house day, and you'll be able to discover the latest inventions that they've been working on. My spider sense is telling me that you might get to see a familiar face amongst them. Hey guys, I'm here at Walt Disney Imagineering working on the new Spider-Man attraction at the Avengers Campus at Disneyland Paris. I can't wait for you guys to experience this. Next, answer the call of the Flight Force at the brand new Avengers headquarters for a thrilling and high-speed chase across the galaxy and help us save our planet with none other than Iron Man and Captain Marvel. Hi, Brie Larson here. I am so excited to be reprising my role as Captain Marvel for a super thrilling attraction at Disneyland Paris in the new Avengers campus opening this summer. Get ready to go higher, further, faster. And you'll definitely not want to miss out on the opportunity for a session at the training center where you can exercise alongside Spider-Man and Iron Man. After all this action, you might want to take a break and recharge. From Pym Kitchen to Stark Factory, you'll have plenty of choices to refuel and enjoy delicious treats. From heroic counters to the action-packed adventures, prepare to be a part of the bigger universe this summer at Avengers Campus. Ja, seid ihr schon mal auf den Geschmack gekommen? Also ich bin ja nicht der größte Marvel-Fan, aber ich bin schon so gehypt. Und ich freue mich sehr, jetzt euch mit euch so viele Visuals teilen zu können und alles rund um den Marvel Campus mit euch hier aufzudröseln. Wenn ich mich verhaspel, liegt es an meiner Aufregung. Entschuldigt es bitte. Also, Aufruf an alle Helden. Ich muss es ablesen. Bereitet euch vor. Seht ihr, da ist es schon. Bereitet euch vor, sich am Avengers Campus zu versammeln. Einem epischen neuen Land, das ab 20. Juli 2022 im Disneyland eröffnen wird. Und als neuer Recruit werden sie sich dem Avengers Campus zusammenschließen und mit den mächtigsten Marvel-Missionen übernehmen. Ja, was kann ich euch erzählen? Kommen wir erstmal zu den Attraktionen. Es gibt ja zwei Attraktionen, die dann auch zur Eröffnung öffnen. Spider-Man Web Attract... Ich bin viel zu aufgeregt. Spider-Man Web Adventure. Rekruten jeden Alters entfesseln sie ihren inneren Helden in der Spider-Man Web Adventure, einer actiongeladenen Mission an der Seite von Spidey höchstpersönlich. Werden sie Spinnenfähigkeiten ihres Teams Peter Parkers Buggy Spider-Bots einfangen, bevor sie ein tolles Techno-Chaos anrichten. Ihr sitzt im Prinzip, ist es so ähnlich wie bei Buzz Lightyear, also ihr habt aber nichts in der Hand, ihr macht das mit euren Händen irgendwie so. Und dann schießt ihr Buggy Spider-Bots ab anscheinend. Ja, und wie es sagt, jede Rekruten jeden Alters. Also es gibt keine Höhenbegrenzung, keine,
keine Kinderbegrenzung bei dieser Attraktion. Und wie gesagt, ihr seht immer noch die Visuals zwischendrin, also hoffentlich seht ihr mich nicht allzu sehr. Ja, die zweite Attraktion, Avengers Assemble, Flight Force. Helden gesucht, verbünden dich mit Iron Man und Captain Marvel und hilf ihnen die Welt in der hyperspannenden Attraktion Avengers Assemble, Flight Force vor einer intergalaktischen Bedrohung zu retten. Viel Glück, Recruit. Die Erde zählt auf dich. Ja, und das ist der alte Rock'n'Roller Coaster, der umthematisiert wurde. Und ich bin sehr gespannt, der Track an sich, die Schienen wurden ja nicht verändert, aber was sie drumherum geschaffen haben, ich bin sehr gespannt und freue mich so sehr, diese Achterbahn zu fahren. Da weiß ich die Höhenbegrenzung leider gerade nicht. Ich glaube zu lesen gehabt 1,20 Meter, aber ich bin jetzt nicht 100% sicher. Kommen wir zu den Restaurants. Ich möchte das alles so kurz und knackig es geht einfangen für euch. Kommen wir zu zwei neuen Restaurants, und zwar einmal Pym Kitchen. Ein Held zu sein macht hungrig. Eine große Auswahl an guten, groß skalierten Speisen, ein Buffet mit ungewöhnlichen großen Speisen. Zubereitet mit Ant-Man und die Pym, ich habe diesen Film nie gesehen, schrumpfende und wachsende Technologie. Und ich habe jetzt schon die Visuals gesehen und da habt ihr Mini-Burger und große Sachen und es sieht einfach atemberaubend aus. Ich freue mich sehr. Ja, das wird ein Buffet-Restaurant sein auf jeden Fall, die Pym Factory. Nicht Pym Factory, jetzt habe ich einen Mix gemacht von dem zweiten Restaurant. Jetzt regnet es gerade. Pym Kitchen, das zweite Restaurant, was dann auch aufmachen wird. Pizza, Pasta und Salat. Ich habe den Namen gar nicht gesagt. Stark Factory. Pizza, Pasta und Salat. Fliegen Sie dann zur Stark Factory, einem Hightech-Arbeitsbereich und einer Schnellküche, in der Superhelden ihre Ausrüstung bauen und reparieren. Ja, ein Schnellimbiss-Restaurant. Und da haben wir auch schon einige Visuals bekommen. Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr lecker aus. Ob es schmecken wird, werde ich euch natürlich im Juli berichten. Denn natürlich werde ich am 20. Juli vor Ort sein. Ob schon früher zum Soft Opening oder zur Presse-Event, das wissen wir alles noch nicht. Aber da werde ich euch noch auf dem Laufenden halten. Kommen wir zum Roaming, wie sie es hier beschrieben haben. Vor dem Moment, in dem sie den Marvel Avengers Campus betreten, müssen sie wachsam und bereit sein zu beeindrucken, denn Black Panther, Thor und viele andere Avengers patrouillieren neben ihrem Avengers-Einsatzfahrzeug, was ich ja schon in einem anderen News für euch vorgestellt habe, durch die Straßen und suchen nach ihrem nächsten Super-Recruiten. Wirst du es sein? Wir werden sehen und Thor wird darum laufen, Captain Marvel, Black Panther und andere Marvel, Superheld möchte ich jetzt nicht sagen, aber andere Marvel-Charaktere, die irgendwie so ein bisschen aussehen wie Krieger von den Visuals. Also sehr gespannt und ich bin mal gespannt, wie frei die rumlaufen werden, weil wir wissen ja, Charaktere laufen ja eigentlich nicht frei rum in Disneyland, weil die Belagerung natürlich groß ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass die einfach bei dem Auto irgendwie durch die Gegend fahren und dann halt abgesperrt sind, wenn sie aussteigen. Aber das werden wir dann alles ab 20. Juli erfahren. Ja, natürlich wird es auch neues Merchandise geben. Da haben wir auch die ersten Visuals. Und zwar wird das Geschäft Mission Equipment heißen. Und es gibt eine neue Jacke, habe ich gesehen. Spider-Bots, glaube ich, kann man kaufen. Und. Ich blende euch jetzt einfach alles hier nacheinander ein. Und natürlich haben die Mitarbeiter auch ein neues Outfit bekommen. Es sieht alles so unglaublich cool aus und ich freue mich sehr, auch als Nicht-Marvel-Held wird das, glaube ich, was ganz Cooles sein. Und ich finde den Juli wirklich perfekt. Also wie gesagt, wir haben uns jetzt den Tag schon mal reserviert mit der Jahreskarte. Es war noch frei, wir haben sofort zugeschlagen für den 20. Juli. Wahrscheinlich ist jetzt schon wieder alles weg. Ich hoffe natürlich auf ein Soft-Opening und auch eventuell auf ein Presse-Event, wo wir hin dürfen. Aber das wird sich dann alles noch zeigen. Ansonsten halt am 20. Juli vor Ort. Ja, und das waren die kurz knackigen News zum Avengers Campus. Endlich ist es raus, endlich haben wir ein Datum. Ich hoffe, das kurz und knackige Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao! Bye.